Oh, für Teufel! Deswegen, die Leute machen. Jetzt war stimmt. Komm mal her, Susi. Komm mal bitte. Jetzt hast du den Druck raus. Das ist das Wichtigste, weil nicht das Schlimmer ist. Oh. Ach, so schlimm ist es gar nicht. Ja, es geht. Das ist so wie eine ungewaschene alte. Jauche ist schlimmer. Nonnen-Mumu. Woher geht's mit der alten Nonne? Ich weiß, wie es auf dem Bauhof riecht. Und das stinkt jetzt so. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt schon tot. Und hab's selber probiert. So, guck mal, die Farbe passt. Komm mal kurz her. Guck, Farbe. Die Farbe passt so, ja? Komm, obwohl du machen. Das kürzt du, das geht eigentlich. Also, ich weiß nicht, du musst also, richtig ran. Also, so schön ist das nicht. Aber abkippen, hier, die Flüssigkeit kannst du auch. Nee, das finde ich stinkt gar nicht so arg. Nee, das stinkt gar nicht. Das riecht wirklich nicht. Nein. Das andere, was so in der Ankette hat, stinkt, aber das ist der erste Druck. Nein, das riecht gar nicht. Das ist der Drucksud oben. Das riecht nach Fisch. So, ja, und jetzt hebst du den Rest von dem Sud auf und dann machst du ihn hier mal an der Seite ran. Und dann stirbt den, alles. Nö, dann hat er mit seiner Katze, die alte Fremdkatze, die ihn hier irgendwie rinkackt. Das stinkt nicht. Aber es sieht eklig aus, was du da machst. Hol dir mal einen Teller. Aber ich finde das jetzt hier nicht schlimmer als der Joghurt. Stinkt nichts? Nö. Nee, ich finde das riecht nach Fisch halt. Also ich finde das auch mal das, was da rausgespritzt ist, hat gestunken. Aber das sieht frisch aus, gell? So rot ist er, schneiden wir noch auf, guck mal, so muss es sein. Oh, weiblich, ein Kaviar, guck mal. Aber wie soll man das essen? Das kann ich nicht anlangen. Aber ganz ehrlich. Ja, nee, lass so ein bisschen links. Ja, nee, das ist. Warte, ich bin noch nicht zu weit. Na ja, hat schon. Und? Der hat jetzt nicht schon probiert, oder? Doch. Dann sollst du 15 Minuten warten, Alter. Ich hol dir mal. Janni, was ist los? Ja, komm, probier. Weisheit. Komm. Lass mal ein bisschen abdampfen. Nein, wir müssen zuerst so probieren. Ne, jetzt legst du erstmal auf den Teller. Also, komm, probier ein bisschen. So, Susi, ich hol mir Handschuhe. Susi, komm, ich brauche Handschuhe. Mach mal den Kaffee. Susi, probieren. Warte, sollst du probieren? Nein, sollst du abbeißen? Die Eier-Challenge mache ich nicht. Lass raus, lass los. Doch, Challenge hier, wir machen nichts. Guck mal, das ist tot. Das ist tot, beiß ab, komm. Mädel, du bist dran. Beiß ab. Hey, ich hab nichts zum Trinken zu spülen. Warte. Soll ich dir noch ein Uso holen? Ich hol dir noch ein Uso. Lass mir mal ein Bier da rein. Ein Bier da rein? Ja, das wird zum Nachspülen. Wobei, jetzt kommt der Geruch hier rüber. Also jetzt riecht's auch nicht. Wenn du herlaufst, das stinkt alles. Ja. Dass dein Frau uns deinen Garten zur Verfügung stellt. Ja. Jawohl, Susi, komm. Gib ihm. Beiß rein. Nicht riechen. Teufel. Jawohl. Nimm die Hand mit der Handschuhe. Der schmeckt schlecht. Ne? Du hast gerade Kreide erwischt, gell? Ja, den habe ich rausgearbeitet. Der schmeckt nicht schlecht. Ohne Flachs. Du hast nicht abgebissen. Du musst hier abbeißen. Doch, die hat schon. Ich glaube, ich habe abgebissen. Das kannst du ja sehen. Und das sieht geil aus, ja. Nein, das sieht eklig aus. Das sieht aus wie, ich möchte nicht sagen, wie es aussieht. Aber guck mal. Ne, da ist alles mal drin, Alter. Das ist überall drin. Ja, jetzt ist Mädle. Jawohl. Aber die Mutter muss nicht spucken davon. Nein, nicht. Ein bisschen so würgen schon, aber. Ein bisschen würgen schon. Und dann die Hand auf Schneebernari hier. Und dann mal die Kräten wegmachen? Nein, die Kräten nicht. Die stören. Ja. Stört mich. Kräten kann jeder. Wo hast du den Nagel langt? Alter Lachs! Alter Lachs, ja! Ja, ohne Hand, ihr Lieben! Ja! Boah. Boah. Was ist los mit dir? Boah!
glaube ich. Du hast das falsche erwischt. Guck mal, weil das, was ich da ja. Anfangs beiß, beiß da ab, beiß das ab. Das da, das ist nicht schlecht. Boah. Ja, dann beiß ab. Nö, ich hab schon. Wie sollen die noch? Boah. Weil du kannst ganz vertragen. Da kam sofort der Würgereiz. Ich glaube, weil die Dinger gibt's. Tja, bei den Hunden gibt's gerade Attacke. Weil die Dinger gibt's auch schon filetiert. Hör auf! Weil diese Sierstäben gibt's auch schon filetiert. Aber wenn du drin stehst, ist es gar nicht so schlimm. Nein, du darfst nur weglaufen. Vielleicht der Fisch. Gell? Das habe ich auch gesagt. Du musst nicht spucken. Also ihnen. Aber mit dem viel größer. Weil das Thema ist, die Dinger gibt es auch filetiert schon. Salzig und dann ist gut, ja. Ja, aber der Janni wollte uns eine Challenge mit. Dann sind sie ein Gerät, ist besser, weil du hast da so viele Geräte mit bei. Und jetzt ein Bruder mit. Und zum Beispiel, was ich gar nicht abkann, sind Geräte. Wenn ihr Fisch mit Geräten esst und ihr esst und ihr erwischt Geräte, ist bei mir das Essen schon gelaufen. Ist ja auch kein Fisch mehr. Und wenn du jetzt Bruder mit bei hast, hast du eigentlich sofort die Terminierung vom Geschmack weg. Und mit dem Bier auch. Ja, ne? Fahr auch sofort weg. Gut. Aber ich glaube, wir müssen nachher mal wirklich jetzt liegen lassen und dann nachher aufmachen und das Innere, weißt du, das Fleisch praktisch aufs Brot. Genau, und dann aufs Brot drauf, ja. Jetzt mit dem Wrap, ja. Mit allem drum und dran, mit Zwiebeln, weil dann, Kartoffeln. Dann schmeckt das, glaube ich, richtig. Weil ansonsten bist du echt nur permanent mit dieser Grete beschäftigt. Ja, ja, und das nimmt, das ist dann vorbei. Ja, schmecken tut's gut, aber der Gestank. Ja, deswegen haben du musst ausatmen. Mein Magen hat sich verdreht. Fünf Tage wechselst deine Schuhe nicht. Mein Magen hat sich verdreht. Dann hast du den selben hier hoch. Also von dem Geruch her habe ich jetzt gar kein Problem. Geruch war okay. Ja, Geruch habe ich Tage. Ja, das ist früher natürlich. Aber wenn er es nicht spuckt. Ja, ja. Das könnte der Kölner Bauer wissen. Also ich war mir schon sicher, dass ich eigentlich nicht reihe. Ich bin nett. Ich hab doch gespuckt. Aber. Du weißt ab oder was? Ja, gib mir. Ist der Fisch schon drin? Ja, klar. Ach so. Der war schon, du eine Hasse. Hey, ist der. Da ist er, der Fisch. Ach so. Du durfst es eigentlich kaum was von schmecken. Ja, das glaube ich nicht. Ich esse ein Crepe mit allem, aber ohne Fisch. Das kann nicht sein. Du müsstest eigentlich kommen, dann hast du wenig Fisch erwischt. Dann kannst du noch ein Refilet. Ich wollte gerade den Fisch drauflegen, aber du wolltest schon nicht. Ja, war ja schon. Jetzt hat er. Rein damit. Ein Stück wurde ich nicht. Dann hängst du gleich wieder über dem Zaun. Alter. Ich würde es nicht machen. Jetzt gib mir mal den Rest von dem Wrap, weil ich will Oma. Jetzt gib mir mal den Rest. Du Hunger, du stinkt! Fazit in die Kamera! Herr von Stickis, geben Sie mir ein Fazit. Schmeckt. Boah, weil die alte und gewaschen Alter. Jetzt machen wir einen Cut. Ich werde nichts mehr knutschen. Komm, essen. Doch, das und das Fazit. So. Hallo, Susi. Ja, wir können es nicht ohne was. Ihm schmeckt es, ist es einfach so. Bring alle offene Bier mit, wo du. Geht's dir gut? Gut, keine Cut. Ich hab aber nein erwischt. Ja, du hättest ihn wieder zurückstecken müssen. Ging nicht, dass zurückstecken müssen. Geh aber. Reiß rein. Du hast ja noch was das Salz hier offen, ne? Wenn er so ein geriert griechisches Vollstück erwischt, dann kann es halt sein, dass du sagst, okay, dann musst du aber gleich nochmal beißen, damit er wieder vermischt. Oh, ihr stinkt. Ja? Also wenn du bloß so dein Stück erwischt und so, geht es auf das andere. Ist gar kein Thema. Beiß rein. Ich hab ihn doch gerade. Nochmal, für die Kamera. Da fahr dich nicht auf die Band. Aber ich mach nur Kartoffeln, gell? Ja, tu noch ein bisschen Fisch drauf. Du hast gar keinen Fisch. Doch, Fisch, oder? Ja, hab ich erwischt. Ja, klar, gell? Oh, jetzt übertreib mal. Tu mal hier den ganzen Fisch drauf mit drin. No. Der ganze Teller. Ja, das ist halt kein Highlight. Highlight ist es nicht, nein. Jawohl, guckt.
Susi ist die härteste. Ohne Handschuhe. Ja, meine Finger stinken schon. Ja. Da kommt es jetzt nicht mehr drauf an. Ohne Fisch schmeckt es gut. Ohne Fisch schmeckt es gut. Und du siehst, wie sie den Fisch machen müssen. Ich mach den Würfel, ich kann das. Okay. Ja, da fehlen die Zwiebeln. Wenn ich sagen würde, dass es gut ist, wäre gelogen, ich sag's euch. Von guter Avocado was gesagt, aber man kann es essen. Ja, wenn Zombie Avocado gut. Wenn die Zombie Apokalypse kommt, dann frisst dich kein Zombie für. Der denkt, du bist schon tot. Genau. Und wie ist der Fisch jetzt? Wie ist der Fisch? Bleib da. Okay. Ja, aber was willst du machen? Du kannst das wieder rausholen aus dem Mund. Ja, so wie es bei mir. Hang runter. Aber das ist so eine lange Brille. Ach, ja? So. Wenn ich kotze, ich kotze nicht. Über den Zaun, ne? Ja, oh, alles rein. Alles in den Mund rein. In den Mund rein. Die Kacke ist salzig. Ja. Essen. Zum Glück haben wir nicht gewettet, dass du. Jetzt zahlst du die 20 Euro. Komm jetzt. Nein, leider. Ruhig jetzt, Brauner, ruhig, komm. Du hast nicht einmal in der Gosch gehabt. Ich chill doch, Ella. 20er. Die Kacke ist salzig, gib mir mal Pfeffer oder so, Alter. Jetzt kann ich, jetzt komm, Pfeffer. Hier. Nicht drum machen, Ella. Gib's dir. Kauen. Nicht schlucken, kauen. Der hat's runtergeschluckt. Die Potze.